von der Reliktdatenkanne 2 von 9. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Okay. Wenn mich die Alpha-Wand durchlässt, dann... Aber das lief, oder? Komm, das lief gut. So langsam habe ich es raus. Also, ganz langsam. Gedacht. Zwei Nebenmissionen. Ein beeindruckendes Überwachungssystem. Das habe ich schon gelesen. Den habe ich noch nicht geplündert. Wir brauchen irgendein Stimulant. Ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Ja, ich bin dieses Alien. Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun? Ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst beantworten soll. Wie wäre es mit keiner? Ich wollte einfach nur meine Überraschung darüber zum Ausdruck bringen, dass mir jemand im Weg steht. Dr. Harim, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Kettangriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Wer spricht da? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut. Machen Sie sich auf den Weg. Wie freundlich Sie alle sind. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Ja. Yeah. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Maisy. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten? Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Kett eine Chance haben wollen. Wenn Sie die Kett-Station auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen. Und etwas für Sie zurücklegen. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Joel wohlbehalten zu uns zurückbringen.
Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Sie scheinen ziemlich unterbesetzt zu sein. Freiwillige Mediziner sind selten. Vor allem welche, die mit Wohl zurechtkommen. Okay. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Log der Kettüberwachung. Beniska bei den Sternen. Zig, sehen Sie. Ich habe Sie noch gesagt. Ich interessiere mich nicht für Ihren Zusammen... Nein, die Kettbasis! Ist gut, das ist ein großes Schiff. Sind das... Sieht nach einem Jäger aus. Sie bringen mehr Truppen, größere Waffen. Das ist nicht... Gut. Ich gehe zu Kass. Wir beobachten weiter. Protokollieren Sie alles. Ich habe die Basis doch schon ausgeschaltet. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Ja. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Olisk, wir haben einen Shuttle mit genügend medizinischem Material für den Zyklus geschickt. Ja, das habe ich alles schon gelesen, als ich das erste Mal hier war. Sie besagen alle dasselbe. Dem Widerstand fehlen Vorräte. Was? Ich weiß nicht. Ach, Hannah hat jetzt einen Auftrag für mich. Na? Ich habe ihre Unterhaltung zufällig mitbekommen. Gelauscht habe ich. Jetzt hast du auch noch beide in diesen Irrsinn mit reingezogen. Wir müssen uns auf die Rettung der Moschei konzentrieren, Hannah. Nicht auf irgendeine vage Hoffnung. Rabar, ich weiß, dass Michelle noch am Leben ist. Hannah, warum sind Sie so überzeugt davon, dass Ihre Freundin noch lebt? Und warum sind Sie ein Hologramm? Weil Michelle unsere beste Saboteurin ist. Sie weiß, wie sie sich schützen muss. Wir wollten ein Waffendepot der Kett zerstören, aber die Zünder hatten eine Fehlfunktion. Michelle musste die Sprengung deshalb manuell auslösen. Ja, und das heißt, sie war mitten in einer Explosion, die noch bis hinter die Hügel zu sehen war. Aber Michelle kennt sich mit Sprengstoffen besser aus als jeder andere. Sie wird genau gewusst haben, wo sie Deckung findet. Wenn ihre Freundin so gut ist, wie sie behaupten, könnte sie tatsächlich überlebt haben. Vielen Dank. Das sage ich schon die ganze Zeit, aber niemand außer Ihnen hat mir geglaubt. Selbst wenn ich dir glauben würde. Anik wird uns niemals erlauben, nach ihr zu suchen. Wir werden woanders gebraucht. Aber ich kann suchen. Würden Sie das tun? Dem Himmel sei Dank. Ich habe den NAV-Punkt. Ich hoffe nur, die Daten sind kompatibel mit Ihrem, Gerät. Und egal, was Sie finden, bitte sagen Sie es mir. Ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Möchtest du wissen, was noch kompatibel zu meinem Gerät ist? Reicht jetzt. Ja, aber... Nur am Rennen hier, nur am Rennen. Sieht gut aus, Tina Bartev. Alles in Ordnung. Hä?
Was macht der Mensch da? Sinnlose Tätigkeiten in Spielen. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Hä? Ja, aber... Hä? Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Katana. Hier ist doch die Kommandozentrale. Nein, nein, nein. Bin ich bescheuert? Rhetorische Frage. Und hier unten irgendwo? Joel, mein Freund. Willkommen zu Hause, Bruder. Tut mir leid, Pathfinder. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Nichts Neues. Ah. Danke für alles, was Sie getan haben, um uns zu helfen, Pathfinder. Ich hoffe, Ihr Volk behält Volt als potenzielles Zuhause im Gedächtnis. Wir könnten vertrauenswürdige Verbündete in der Nähe gut gebrauchen. Schon erledigt. Ja, und jetzt? Wie lange gibt es den Widerstand schon? Fast so lange wie die Cat. Nach der Vernichtung unseres Militärs haben die Zivilisten den Kampf selbst in die Hand genommen. Sie haben mit letzter Bemühung den Widerstand gegründet, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es scheint zu funktionieren. Erst seit Ephra die Führung übernommen hat. Seine Taktiken haben uns den Vorteil gegen die Cat verschafft, den wir gebraucht haben. Aber selbst jetzt sind wir noch weit von einem Sieg entfernt. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Das bringt mich aber auch nicht weiter. Na, unannehmbare Kettenrichtung auf Volt gebracht. Vor der Basis des Widerstands auf dem Planeten. Ah. Also doch die beiden da draußen. Halt. Hier ging's raus, oder? Ne, da drüben. Boah, ich hasse diese Basis. Sinnlose Dinge, die wir in Videospielen tun. Hier soll ich mich mit denen treffen, aber hier ist niemand. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Schau mal, Ryder ist wieder da. Was brauchen Sie?
Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Und Sie auch, Jarl Amadarav. Hat Ihre Schwester sich von ihrer Mission erholt? Sie war tapfer. Sehr tapfer. Zweimal ja. Sie hat sich erholt und sie war tapfer. Danke der Nachfrage. Hier ist keine Zelle. Hier ist niemand. Aber da ist niemand. Okay, da was anderes. Es wäre jetzt aber scheiße, wenn da niemand wäre. Weil das eine verkackte Hauptquest ist. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Entschuldigung, wie viele? 8 Brüder und Schwestern und fast 4-mal so viele Cousins und Cousinen. Nicht zu vergessen meine Mütter. Und sie alle sind unterschiedlicher Meinung darüber, was man tun oder wie etwas sein sollte. Das kann ich mir vorstellen. Wie kommen Sie damit zurecht? Ganz ehrlich? Nicht gut. So blöd. Oh.